Zurückkommen nochmal zu den, ich nenne es jetzt mal Diskussionsrunden. Hm. Konnte man da so frei reden oder musste man nicht aufpassen, was sage ich, wie sage ich das jetzt? Ja, naja, also ich glaube, gerade in diesen kleinen Runden haben wir sehr frei eigentlich gesprochen. Also wo zwei oder drei versammelt sind, da sind sie mitten unter ihnen, stehender Spruch. Damit musste man rechnen. Aber wir haben irgendwie dann auch immer so das Gefühl gehabt, naja, aber wenn wir jetzt immer so reden, dass wir sagen, die Stasi kann das, also die Stasi hört mit und deswegen sind wir vorsichtig, dann werden wir gar nicht reden können. Und es gab praktisch so einen unausgesprochenen Konsens, dass wir versucht haben, so verantwortlich zu sprechen, dass wir das, was wir da sagen, auch verantworten können, sozusagen. Ja, also es gab dann mal eine Phase in der ESG, während ich noch da war, auch, wo ein bestimmter junger Mann plötzlich verdächtigt wurde, der sei bei der Stasi. Irgendwoher kam dieses Gerücht und das war schon ziemlich paralysierend, ja, dass da plötzlich ein konkreter junger Mann, so ein ganz harmlos aussehender, zierlicher Typ, so im Verdacht stand und plötzlich wirkte der auch ganz verschreckt, weil er das natürlich auch mitkriegte und wurde immer kleiner sozusagen. Und ich weiß noch, wir haben dann einmal gesessen an so einem Abend, wo der nicht da war und haben gesagt, also wir beschließen jetzt sozusagen, das einfach zu ignorieren. Wir reden da nicht mehr drüber, wir wissen es nicht, wir können es nicht positiv und nicht negativ beweisen und wir stellen das jetzt einfach ab. Also das war so ein Willensakt, wie weit das dann gelungen ist, der ist weitergekommen dann auch und ich hoffe ein bisschen, dass sich das dann entspannt hat. Aber da haben wir uns einmal im Gericht wirklich mit dieser Spitzelfrage auseinandergesetzt und haben gesagt, wir können es nur ignorieren. Ja. Es gab manchmal so Auseinandersetzungen über die Frage, wie weit gehen wir. Also gerade als Polen so aktuell war, da waren wir alle auch sehr aufgeregt und aufgebracht und wollten also ganz plakative Aktionen machen, mindestens ein Plakat in den Schaukasten hängen, dass wir protestieren gegen. Und das war schon immer schwierig, weil dann auch sehr schnell die Argumente kamen, naja, also wenn wir das jetzt als ESG machen, dann werden womöglich alle ESG-Mitglieder dafür in Haftung genommen und werden dann dafür mitverantwortlich gemacht und finden wir nicht andere Formen. Und da sind wir dann auf die Form gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir können es vielleicht nicht plakativ machen, aber wir können es konkret machen und Pakete schicken. Also das war immer so eine Abwägung und ich weiß, dass wir als Studentengemeinde, wir hatten alle mehr zu verlieren wahrscheinlich als die jungen Arbeiter in der offenen Arbeit, wir waren da schissriger, wir waren da ängstlicher als die offene Arbeit, Stadtmitte, die dann, einige von ihnen sind ja dann auch verhaftet worden, die dann Schriften gemalt haben und so. Haben Sie auch persönlich, oder war das, was Sie vielleicht auch schon angesprochen haben, durch diese Arbeit im ESG Probleme bekommen mit der Hochschule? Ja, also wie ich gesagt habe, ich könnte das jetzt nicht konkret festmachen. Es gab immer mal so ein Gespräch dann mit dem Abteilungsleiter oder mit dem Studiendirektor. Das war dann schon auch angstbesetzt, aber ich bin nicht im Studium benachteiligt worden.